Hi Freunde, willkommen mal zu einem kurzen, ich sag mal, Infovideo. Und zwar geht es aktuell so ein bisschen um die Clanlage. Gestern hatten ja einige, ich weiß gar nicht, war gestern der Clankrieg, genau, gestern Montag, 13. Oktober, hatten wir den Clankrieg zu Ende gemacht gehabt. Das werdet ihr dann auch im nächsten oder übernächsten Part dann im normalen Let's Play sehen. Und aufgrund dieses Verlieren vom Clankrieg, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, tut mir natürlich leid, aber ihr könnt ihn natürlich gerne nochmal genauer dann anschauen in den Videos, sind viele gegangen. Es sind wirklich sehr, sehr viele gegangen, unter anderem auch halt wirklich Leute, die schon seit Anfang an dabei sind. Es gibt auch einige wenige Leute, die seit Anfang an dabei sind, die jetzt auch noch im Clan mit drin sind. Ja, es ist halt so, anfangs wurde natürlich der Clan gegründet aus Gründen Community-Clan, Zusammenhalt und so weiter, Community für meine Zuschauer, Abonnenten und so weiter. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen in Richtung Clan War ausgebaut, einfach aus dem Grund, Clan War gehört zum Spiel mit dazu. Wenn ich kein Clan War mache, ist es langweilig für mich und deswegen, Clan-Krieg gehört einfach mit dazu. Einige finden das nicht in Ordnung. Andere wiederum schon, dass ich zum Beispiel so die Anforderungen hochsetze. Ich habe jetzt erstmal, wie ihr seht, die Beschreibung geändert. Ich habe die ein bisschen umgeändert. Also ihr seht, es ist ganz anders jetzt mittlerweile geworden. Teilweise haben die Leute recht, dass ich Leute kicke, die mit, ja, sagen wir mal, die mit 2 Sternen vielleicht, oder 2 Sterne war ja Minimum eigentlich, die mit 1 Stern dann raus sind. Halt, es gab Leute, ich wie zum Beispiel den Fruchtzwerg da, also der war gar nicht so lange da. Ich glaube, der kam sogar aus dem Stream von Mr. Mobile Fanboy dazu. Der ist dann gestern leider geflogen. Ich habe ihm auch geschrieben, dass sich die Lage des Clans wahrscheinlich zukünftig bald ändern wird. Und zwar fängt er schon mal mit dem Video hier an. Meine Fragen an euch sind aktuell, wie findet ihr das? Community Clan war eigentlich immer der Grundpunkt von Dark's Army. Community Clan ist es auch jetzt noch. Jetzt ist halt so ein bisschen der Schwerpunkt auf Clan War gelegt. Und ich glaube, die alten Leute, klar, wollen sie wieder rein. Das kann ich auch verstehen. Ihr müsst aber auch mal verstehen, die Leute, die abgehauen sind, dass ich auch keinen Bock habe, genauso wie viele, viele, viele andere, nicht jedes Mal unglaublich viel Mengen an Elixier zu verschwenden. Nur weil irgendwelche Typen meinen, nicht angreifen zu wollen, nicht ernsthaft angreifen zu wollen. Ihr müsst auch beide Seiten beachten. Ihr müsst mich beachten. Ich will den Clan-Krieg mal richtig führen. Ich möchte mal wirklich einen Clan-Krieg, wo alle angreifen, wo alle serious angreifen. Und sich nicht blöde drücken oder abhauen direkt nach dem Clan-Kriegsstart. 4 Leute sind, glaube ich, rausgegangen direkt nach dem Clan-Kriegsstart. Sowas kann einfach nicht sein. Und natürlich wollt ihr auch drinnen bleiben. Ihr wollt nicht um den Clan-Krieg machen. Wie gesagt, ihr müsst beide Seiten verstehen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber denkt einfach mal nach. Deswegen, ja, ich weiß, ich möchte erstmal gerne so eure Meinung dazu unter dem Video in Form eines Kommentares gerne wissen, wie ihr das so seht. Also aktuell haben wir noch, ja, Porto07 und sein, und Gilberto hier, der ist ja, die haben zwar in einem Clan-Krieg nicht ganz so viel gerissen, sind aber noch drin. Ja, vielleicht zukünftig einfach mal nur Clan-Krieg just for fun machen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ich jedes Mal 1, oder 1 Million Elixier verschwende und nichts zurückbekomme. Das macht mir einfach die Laune am Spiel kaputt, wie vielen anderen auch. Die haben sogar gesagt, ja, wenn wir noch mehr verlieren, dann gehe ich. Dann müsst ihr auch mal bedenken, wenn wir nur Clankrieg verlieren, was ist mit den Leuten, die Clankrieg gewinnen wollen? Die gehen dann. Und dann ist Community im Arsch. So wie ihr, das ist so egoistisch, was ihr jedes Mal von euch gebt, das ist Wahnsinn. Ihr müsstet euch mal selber zuhören, aus meiner Sicht, wie ihr euch verhaltet. Also, es geht halt speziell an die Leute, die Kommentare geschrieben haben bezüglich dieses Dingen, bezüglich der Clan-Lage. Deswegen gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung so ist. Aktuell sind noch 7 Plätze frei. War eigentlich ursprünglich gedacht, dass ich jetzt 40 oder 45 gegen 45 Clan-Krieg mache, weil 50 gegen 50 ist halt ein bisschen härter, weil 50-50 ist halt, ja, so die volleren Kläne, die halt wirklich auch noch was drauf haben, stark sind und so weiter. Bisher haben wir so viel verloren, was ich natürlich nicht toll finde. Deswegen gerne mal eure Meinung, wie wollt ihr es haben? Und bedenkt aus 2 Sichten. Nicht nur aus eurer egoistischen Sicht. Es klingt hart, aber es ist wirklich so. Teilweise habe ich mir den Kopf gepackt, als ich die Kommentare durchgelesen habe. Denkt aus beiden Sichten, was würdet ihr gerne haben? Wie gesagt, ich habe die Regeln jetzt so ein bisschen gelockert. Mindestlevel gibt es auch nicht mehr. Trophäen gab es auch schon lange nicht mehr. Und jetzt aktuell gibt es auch nur eine Clan-War-Pflicht. Wer dann inaktiv ist, wird natürlich trotzdem aus dem Clan rausgeschmissen. Wer dann natürlich aber noch Sterne holt oder einfach erstmal angreift, ist schon mal
sage ich mal, schon ganz in Ordnung. Das Doofe ist natürlich, wir verlieren, wenn wir uns den Kriegstag angucken, wir verlieren so unglaublich viele Klankriege, das ist einfach nur traurig. Und jedes Mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dings, das sind einfach 4,9 Millionen Elixier, die ich einfach verschwendet habe. Was einfach unnötig ist, weil es liegt immer an bestimmten einzelnen Leuten, dass wir verlieren. Deswegen gern eure Meinung mal in die Kommentare. Ich würde gern eure Meinung dazu wissen, wie ihr dazu steht, was ihr gerne haben wollt, was ihr gerne an Veränderungen haben wollt. Ich habe mir sogar irgendwo noch was aufgeschrieben gehabt. ja genau, gerne mal eure neuen Clan-Voraussetzungen als Vorschlag hinsetzt. Ich denke mal, so was ich jetzt habe, ist schon mal ganz in Ordnung. Wenn ihr aber trotzdem Verbesserungen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Dann die Frage, wollt ihr wirklich 50 Member maximal haben oder nicht? Ich möchte jetzt euch so ein bisschen mit in die Entscheidung einfließen lassen. 50 Member ist halt, kommen mehr Leute, mehr aus meiner Community kommen da rein. Und wir können uns halt gegenseitig mehr spenden und so weiter. Und dann, ob es euch egal ist, ob wir im Clankrieg gewinnen oder verlieren, die Leute, die natürlich nur mit Bartstaktiken angreifen, die haben vielleicht effiziente Kosten von 20.000 Elixier. Die Leute wie ich, die natürlich mit Drachen oder mit richtigen Einheiten angreifen, haben Verluste von Millionen Elixier, teilweise auch dunklem Elixier. Deswegen, es ist egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Mir wäre es natürlich persönlich nicht wirklich egal, weil ich möchte schon gerne meine Kosten wieder drin haben, wenn möglich. Und das geht so einfach nicht. Ja, und dann hätte ich vielleicht noch ein paar andere Fragen, aber ich glaube, das werde ich dann einfach mal in einem normalen Clash of Clans Bad machen. Das hat gerade mit dem Clan-Aufbau an sich nichts direkt zu tun. Also, wie gesagt, Leute, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja nicht so kaltherzig, dass ich sage, eure Meinung interessiert mich nicht, bezüglich der Kommentare, die gestern Nacht geschrieben wurden. Ich mache mir natürlich auch große Gedanken oder viel Gedanken darüber, was abgehen könnte und so weiter. Deswegen bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung ja, gespannt. Lasst sie einfach mal da. Ich hoffe, es werden gute Meinungen und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Bis dann.